Noch ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Vizebeast im Multiplayer, das ich im Augenblick noch alleine spiele. Wir sind hier dabei, unsere Fabrik, Lager oder wie auch immer man das nennen mag, zu bauen. Dafür brauchen wir eine Menge Rohstoffe. Aber wir haben ja auch schon einiges gefunden. Nein, Pflastersteine behalte ich mal hier. Was wir machen sollten, ist hier so ein bisschen einschmelzen. Damit, wenn wir das nachher brauchen, damit wir es dann noch haben. Ich glaube, ich werde gleich noch was wollte ich sagen, noch eine zusätzliche Eisenpickhacke bauen, beziehungsweise zwei. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht erstmal Straße außenrum fertig kriegen. Hier müssen wir dann auch so ein bisschen noch mit Erde arbeiten. Wir haben so viel Sand über. Den sollten wir vielleicht erstmal irgendwie. Naja, müssen wir sowieso abbauen hier. Machen wir das mal zuerst. Mit Schaufel würde das schneller gehen, aber dafür brauchen wir so viel Rohstoffe mit. Ah ja, das war ein Backup, was der Server gemacht hat.
Und mir ist gerade mal so eben dabei eingefallen, das ist eigentlich Blödsinn, wenn wir hier innen drin das angleichen. Weil wichtig ist es eigentlich außen. Und den äußeren Bereich müssen wir allerdings dann anpassen, weil wir müssen das den inneren Bereich müssen wir auch ein bisschen mit anpassen, weil wir müssen das Wasser ja wegkriegen hier. Denn hier innen drin werden wir ja sowieso definitiv einen Keller ausheben. Und von daher ist es eigentlich eher unsinnig, das jetzt aufzufüllen und hinterher wieder auszubuddeln.
So, schön den Sand einsammeln. Sand werden wir definitiv noch reichlich brauchen. Denn diese Sortieranlage, Fabrik, Lager und was weiß ich, was das alles gleichzeitig wird, wird halt so ein typischer Glaskasten. So ein fürchterlicher. Und dann müssen wir mit Erde weitermachen. Von der wir aber auch noch nicht so viel haben. Das sieht doch schon mal nicht so verkehrt aus. Sehr schön. Die Seite haben wir dann bald. Aber ach, hier müssen wir ja auch noch was wegnehmen. Dazu kommt ja noch, dass das Ganze dann noch vier breiter werden muss. Weil wir ja diesen einen Rand behalten und dann kommt die Straße. Und neben der Straße kommt ja dann nochmal ein Rand. Hat euch zu viel weggenommen. Der muss noch weg, so.
So. Ich gucke gerade nur, ob ich irgendwo einen Vulkan entdecken kann. Kann ich von hier aus noch nicht. Denn Vulkan brauchen wir, um Basalt zu kriegen. Und Basalt brauchen wir für den Straßenbau. Also so baue ich die Straßen. Andere nehmen ganz normalen Pflasterstein. Ich nehme lieber Basaltpflasterstein. Schön dunkel. Gefällt mir eigentlich besser. Moment, hier sind Sandsteinblöcke noch. Gut.
Gut, jetzt denke ich mal, haben wir aber erstmal genug Sand, um da hinten das weiterzubauen. So, damit haben wir die Seite soweit fertig. Was wir machen müssen, ist dafür sorgen, dass wir hier im Haus kein Wasser haben. Das heißt, wir füllen das jetzt ganz einfach mal mit Sand auf. Müssen wir zwar hinterher wegnehmen wieder, aber egal. Erstmal ist wichtig, dass wir das Wasser im Grunde aus dem Haus verdrängt haben. So, hier müssen wir Erde hinpacken. Das heißt, mit dem Sand sind wir, glaube ich, jetzt erstmal fertig. Wo sind wir denn? Ah, hier. So, das weg. Erde, Erde. Gut. Ja, wir sollten, bevor wir die Pflastersteine jetzt alle verbraten, sollten wir noch mal ein paar Pickhacken machen. Und zwar ich hatte gesagt, zwei von denen hier für Basalt, weil da verbrauchen wir definitiv, um einmal rumzukommen, mindestens zwei ganze Pickaxen. Dann gehen wir mal hier durch und gleichen das von außen an.
erstmal die Bäume weg, die hier noch im Wege stehen. Sehr schön. So, das kann dann schön zuwachsen. Und dann haben wir außenrum schön die Schräge. Passt alles. Da drüben jetzt nochmal gucken, wie es da aussieht. Ob das alles in Ordnung ist. Ja, das ist auch okay. Gut, dann können wir mal so ein bisschen Holzkohle wieder machen. Wegpacken. Pflasterstein wollte ich jetzt nicht wegpacken. Ups. So, vier hoch. Und der fünfte ist dann das nächste Geschoss. So, damit haben wir dann die eine Front haben wir fertig. Und die anderen drei müssen wir noch. 1, 2, 3, 4. Das ist dann auch 1, 2, 3, 4. Genau. So. Und das ist die erste Tür. Und wie es der Zufall will, passt das sogar mit dem, dass wir hier noch durchkommen. War zwar nicht geplant, aber manchmal passt einiges von alleine.
Okay, das reicht nicht mehr. Dann gehen wir noch auf jeden Fall noch mal bei und hauen den Baum hier weg. Sehr schön. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch mal ein paar Bäumchen pflanzen, denn jetzt haben wir so viele welche gefällt. Damit die dann mal so ein bisschen nachwachsen wieder. Sonst haben wir nämlich irgendwann Riesenlaufwege, um an Holz zu kommen. So, Pflasterstein ist alle. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einzige, was noch geht. Holzkohle da rein. Dann wollen wir mal so ein bisschen alt. Was ich machen werde, ist 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Ja, was ich hier vorhabe, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.